Auf der EMO in Mailand hat sich Schaeffler auch in diesem Jahr wieder mit innovativen Produkten und Lösungen präsentiert. Im Fokus stand das Thema Industrie 4.0. Am Stand wurden Komponenten gezeigt, die in Echtzeit Informationen über ihren aktuellen und zukünftigen Zustand übermitteln. Bei der Fachpresse stieß das Thema auf großes Interesse. Ja, im Zuge der Industrie 4.0 haben wir bei der ROE sogenannte piezoelektrische Beschleunigungssensoren integriert. Damit sind wir in der Lage, eine Art Condition Monitoring durchzuführen in Bezug auf die Schmierung. Das heißt, wir können feststellen, wie die Schmierparameter sich im Lager verhalten. Wenn es Abweichungen zum Idealzustand gibt, wird ein automatisiertes Nachschmieren über das Konzept 8 eingeleitet. Auch über die Neuentwicklung eines Werkstoffs für Wälzlager konnten sich die Messebesucher informieren. Wir präsentieren hier Vacrodur, einen neuen Hochleistungsstahl für Spindellager. Der Stahl zeichnet sich aus durch höchste Härte und damit höchste Verschleißfestigkeit, speziell bei starker Verschmutzung. Der Stahl aufgrund seines feinen Gefüges lässt uns höchste Tragzahlen realisieren und damit gibt er uns jetzt die Möglichkeit, Lager völlig neu zu designen. Für Rundachsen in Werkzeugmaschinen wurden ebenfalls neue Lösungen gezeigt. Für Werkzeugmaschinen Rundachsen zeigen wir zur EMO zwei Weltneuheiten. Einmal in Form unserer neuen Torque-Motoren-Baureihe RIB, welche ein 20% höheres Antriebsmoment zur Verfügung stellt, wodurch die Werkzeugmaschinen produktiver und leistungsfähiger werden. Die zweite Weltneuheit, die wir hier zeigen, ist unser lagerintegriertes Absolutwinkelmesssystem, mit dem Werkzeugmaschinen präziser bearbeiten können und kompakter gebaut werden können. Industrie 4.0, ein weiteres Thema, bei dem Schaeffler die Zukunft aktiv mitgestaltet. Mit den vielen interessierten Besuchern am Messestand war die EMO für Schaeffler auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg.